Hallo, willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, beim letzten Mal hat Lara leider Thor's Hammer zu spüren gekriegt in voller Stärke. Und natürlich den ganzen Zorn des Gottes Zeus. Auf uns sind ja hier regelrecht die Blitze niedergeprasselt. Und ja. Jetzt müssen wir schauen. Wie wir weiterkommen. Da lang. Ich will den weiten Sprung machen, dass wir nicht getroffen werden. Okay, wir wissen schon mal, die Schwerter kommen am Anfang nicht runter, die kommen später runter. Deswegen können wir erstmal einfach durchrennen und den Schlüssel holen. Da können wir dann oben uns noch ein paar Items holen und dann wird es fies. Also Damok, das ist wirklich von den Tieren, von den Tieren, sag ich schon, von den Türen am einfachsten. Kleiner Sprachfehler heute. Und dann haben wir ja noch Atlas, der seinen Globus fallen lässt. Das funktioniert bei mir nur einmal. Die Kunst ist es hier wirklich langsam zu laufen, um geduldig zu sein. Jeder schnellere Schritt heißt erstmal großer Lebensverlust und dann Exitus. Deswegen langsame Schritte, jedes Mal, wenn man näher an den Schatten kommt. Jetzt wieder vorsichtig. Das war knapp. Das wäre beinahe ein Schritt zu viel gewesen. Hier ist keins, aber gleich um die Ecke sind zwei Schwerter. Ein Schritt, ganz vorsichtig. Ja, hier ist wieder eins. Hier ist allerdings nichts versteckt, wie man sieht. Ist hier vor der Tür, kommt noch mal eins runter. Okay, zwei. Einen habe ich übersehen. Gut.
Verstehe dich, Kollege. Wir sehen auf jeden Fall Blut, das heißt, ich treffe ihn die ganze Zeit. Das ist gut. Weil der nämlich erledigt ist. Sind wir gut dabei. Ist schon wieder weggeglitscht. Kollege, wo bist du? Der ist schon wieder weggeglitscht. Jupp, er ist weggeglitscht. Das wirkt ein bisschen tief. Ah ja. Den Hebel hatte ich schon umgelegt. Yep, habe ich. So wird richtig sein. Ussala. Ja. Hier noch nicht. Okay, da unten ist eine Tür aufgegangen. Schlüssel des Tors hier hinten und daneben Damokles. Einmal Tor. Und einmal Damokles. Okay, wir wissen, dass wir auf jeden Fall wieder hoch müssen, um Atlas zu machen. Und das war der Hebel dafür. Die Tür war vorher nicht auf.
Okay. Wir haben ein ja, Secret, was man so nennen kann. Hier unten den Speicher benutzen wir übrigens ganz am Ende, wenn wir die letzten Schlüssel haben. Das ist auf jeden Fall mal ein größeres Level. Sie hat schon wieder ein paar Schritte mehr gemacht, als ich wollte. Ich habe also keine Lebensenergie gekostet. Ah, das ist von meinem Nachbar das Handy, was man hier kurz auflädt. Ich wünsche Ihnen. Verzeihung. Geht sofort weiter. Ich bringe das nur mal ganz kurz hoch. So, sorry, geht sofort weiter. Das hängen wir natürlich hinten dran. Beziehungsweise hat auch eine Tür geklopft gehabt. Das habe ich mal kurz die Hand gegeben. Wo war ich dran? Ach ja. Etwas. Da klingelt bei mir. Na, noch nicht ganz. Ach, Lara. Noch ein Stück. Also. Da liegt Munition. Sehr schön.
Ich denke mal, wenn wir weiter so machen, sollte das eigentlich relativ gut schaffbar sein. Das war jetzt ein Sprung ins Blaue, weil ich hatte nämlich nicht genau geguckt, ob wir überhaupt die Reichweite gerade haben. Glücklicherweise gut gegangen. Na komm. Hoch den Hintern. So. Hier war Tor. Die Tür war sowas von unangenehm. Ja, wir könnten natürlich den Sprung da hinten machen. Aber ganz ehrlich, hier ist kürzer. Und je weniger Sprünge ich machen muss, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ich das vergeige. Okay. Ja, schön. Wenn mich recht entsinne, ist hier Atlas. Gut. Und hier werden wir mal unseren nächsten Speicher setzen. Wir haben nämlich Munition gesammelt und eigentlich ein bisschen was geschafft. Also, dass Tomb Raider 1 so leicht sein soll, kann ich jedenfalls nicht behaupten. Na gut, ich muss allerdings auch sagen, viele Sachen sind wahrscheinlich nicht so schwer, wenn man es einmal weiß. Und da ist das Problem. Ich habe das gut 20 Jahre, wenn nicht noch mehr, nicht mehr gespielt. Dementsprechend weiß ich natürlich nichts mehr. Das heißt, jede überraschende Falle ist für mich jetzt auch wirklich überraschend. Okay. Ja. Sag nicht, ich hätte hier auch einfach. Okay, ich hätte auch hier einfach hochgekonnt. Ah, ich glaube, die andere Variante war sicherer. Mehr oder weniger. Hier ist der Schlüssel. Jetzt fehlt nur noch eins. Neptun. Uah. Ich glaube, von Neptun müssen wir nach ganz oben. Man kann auf jeden Fall nicht behaupten, dass wir nicht gut vorwärts kommen. Okay, jetzt haben wir leider noch einmal Fledermäuse am Hacken.
Oder auch nicht. Okay, das Blöde ist natürlich, wir haben den Speicher hier oben nicht mehr. Och, ich hasse das, wenn die in einen reinbacken. Neptun, Gott der Meere, da kann sein, dass wir irgendwas mit Wasser am Hals haben. Oh, ich hoffe so sehr, dass wir das hier gut hinbekommen. Erstmal umsehen. Man muss schon sagen, es sieht immer noch beeindruckend aus dafür, dass es so alt ist. Der Soundtrack tut noch sein Übriges. Okay. Will tatsächlich erstmal nach oben schwimmen. Ist mir ein bisschen zu knapp mit dem Sauerstoff. Wichtig ist erstmal orientieren. Das haben wir jetzt gemacht. So, und jetzt mit vollem Sauerstoff wieder runter. Wir haben alle Schlüssel. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass wir leben, wieder nach ganz unten kommen. Wir wissen nämlich nicht, ob wieder neue Gegner gespawnt sind oder ähnliches. Dementsprechend müssen wir aufpassen. Gut, also Neptun war tatsächlich am leichtesten. Einzige, was hier wichtig war, aufpassen und schnell zwischendurch noch Sauerstoff holen. Verdächtig hier die Ecke. Okay. Dann hier vorne. Und zwar hier. Dann hier. Ich habe da gerade was gehört. Ich glaube, unten sind wieder Gegner gespawnt. Ja. Löwen. Die werden wir schön von oben erledigen.
Ja, für die müssen wir noch eine Etage tiefer. Die hat sich nicht festgehalten. Okay. Wundert nur, dass diese menschlichen Gegner ständig wegglitschen. Eine große Miezekatze ist hier noch. Okay. Sehr schön. Geschafft. Das war doch mal gar nicht so schlecht. Bevor wir die letzten Schlüsse reinpacken, erstmal speichern. Hat zwar ein bisschen was an Health Packs gekostet, aber naja. Insgesamt haben wir es gut gemeistert. Was sagt die Zeit? Ja, 28 Minuten. Das auch nicht so lange gedauert mit dem Handy weggeben. Dann machen wir hier an der Stelle erstmal Feierabend und wir sehen beim nächsten Mal, was dann hinter dieser Tür ist. Bis dann. Tschüss.